Heike Stuff, was du gestern im Radio auf 105, nicht, dass ich wüsste zumindest. Nicht, dass ich wüsste. Warum, was war denn da? Vielleicht haben die ja heimlich meine Stimme genommen und zusammengeschnitten. Ich glaube, mittlerweile habe ich genug Let's Plays aufgenommen und genug gelabert, dass man wahrscheinlich absolut alles zusammenschneiden könnte aus meinen Worten. Glaube ich wirklich. Ich glaube, man könnte absolut alles zusammenschneiden. Wahrscheinlich könnte man sogar Wörter, die ich nicht gesagt habe, aus einzelnen Silben einfach zusammenschneiden, wenn man ein findiger Zusammenschneider ist. Weil da jemand mit deiner Stimme war. Ah ja, nee, aber ich weiß nicht. Der hat nur meine Stimme geklaut, wahrscheinlich nachts aus meinem Hals extrahiert. Wie das halt immer so ist mit diesen Stimmdieben. So, was müssen wir eigentlich machen? Das sieht aus wie irgendeine spezielle Quest hier. Besiege 30 feindliche Hauptleute. Oh nein, ist das so eine Werde-nicht-getroffen-Mission? Und überall stehen, ich kann mich an die erinnern. Die hat mich schon mal furchtbar gefrustet, auf jeden Fall. Ich hoffe, dieses Mal kommen wir da gut durch. Bei 30 Hauptleute ist schon viel. Da passiert schnell mal ein Blödsinn irgendwie. Da muss man echt aufpassen. Jeder kleine Minion kann hier nervig werden. Wir sehen doch an, mein Gott. Warum kämpft ihr überhaupt gegen mich? Ich bin euer dunkler Großmeister. Was soll das hier eigentlich? Den Bogen, das ist echt eine gute Idee, The Cluedo. Wenn das funktioniert, dass man die auch mit dem Bogen killt, könnte man das nämlich machen. Ha, funktioniert. Das ist ein guter Trick, an den ich noch gar nie gedacht habe für diese Art von Mission. Das macht einiges leichter, denke ich. Ich meine, hier stehen trotzdem immer noch diese nervigen Statuen überall rum, die man wegbomben sollte. Aber trotzdem, das ist gut. Oh, verlaufen. Oh, zwei auf einen Streich. Yeah, oh Gott, bin schon mitten. Nein, jetzt ist es passiert, oder? Nein, es ist nicht passiert. Doch, jetzt ist es passiert. Ich kenne mich nicht mehr aus. Aktivieren wir unseren X-Move. Hilfe. Mich hat schon wieder ein Minion gehauen. Ich hasse die. So, wo sind jetzt die fehlenden Generäle noch? Den ignoriere ich jetzt einfach mal. Wetten, das werde ich noch bereuen. Ach, Mist. Durchdashen! Yeah! Dashendorf! Ah, Level Up. Gut, das hat uns nochmal jetzt gerettet. Noch 20. Wir haben erst 10 besiegt. Das macht mich traurig und wahnsinnig. Und wahnsinnig traurig. Jetzt kommt mir vor, es wären schon 150 mindestens. So. Jetzt wieder hoch. Können sich auch nicht entscheiden, wo die spawnen. Oh oh, da ist einer ganz nah an uns dran gespawnt. Ah, jetzt sind wir in die Falle gegangen. Aktivieren! Schnell! Da kann man sich immer ganz gut retten. Die können einen nämlich versteinern, was echt nervig sein kann in manchen Situationen. Aber mit Special Moves kann man sich retten aus dieser Versteinerung. Schon allein deswegen macht es Sinn, die zu benutzen, auch wenn man nichts trifft. Okay, jetzt müssen wir noch da hinten ins Eck. Verdammt, ich könnte trotzdem noch meine Schwerter benutzen, auch wenn ich jetzt einen Bogen in der Hand habe. Ich könnte die, wenn die auf mich zukommen, trotzdem noch verhauen. Ich bin jetzt so drauf fixiert, die mit dem Bogen wegzusnipen, dass ich ganz vergessen habe, dass ich theoretisch noch Schwerter besitzen würde.
So, wo müssen wir hin? Gegenüber. Okay. Lauf, Ganondorf. Sprinte. Flieg wie der Wind. Flieg und sieg, Ganondorf. Da freut er sich. Noch 4 Feinde. Ich dachte, das wäre der letzte, aber nix da. Noch 3. Ach so, okay. Danke für den Bogentipp, der Cludo. Das war sehr hilfreich. Die Mission hätte sonst sehr frustig werden können. Bin ich umsonst ein wandelndes Zelda-Kompendium. Sogar die Spin-Offs. Hast du die CDI-Spiele mal gespielt? Eigenhändig? Weil das müsstest du... Die würde ich streamen, wenn ich du wäre. Schon alleine, weil... Das darf eigentlich nicht fehlen in deiner Zelda-Historie. Relativ einzigartig. Irgendwie seltsam beruhigend. Vielleicht sollte ich Hypnotiseur werden. Vielleicht könnte ich das lernen. Dass ich dann Leute... auf der Straße heimlich hypnotisiere. Du wirst Landsquid Birdrider auf Patreon unterstützen. Nichts bereitet dir mehr Freude, als Landsquid Birdrider auf Patreon zu unterstützen. Je mehr Geld du spendest, desto glücklicher wird dein Leben sein. Könnte ich mal versuchen. So, hier brauchen wir sicher irgendwo eine Bombe. Aber ich weiß nicht wo. Deswegen kaufe ich mir einen Kompass. Für was gibt's denn das? Die CDI-Spiele gibt es nicht. Ich fänd's cool. Ich überleg selbst, die zu spielen. Aber ich glaube, dass man wahnsinnig wird. Die sind ja scheinbar nicht nur irgendwie schlecht oder so, sondern auch extrem frustrierend und unfair. Was es ja noch viel besser macht. Okay. Okay. Machen wir das da. Dann. Ach so, warte mal. Haben wir. Nee. Hä? Das müssten wir gar nicht machen für meine Pläne. Mist. Hier müssen wir wahrscheinlich irgendwo einen Busch verbrennen. Nee, warte mal. Ich hatte ein Ziel vor Augen. Ich muss mich nur wieder dran erinnern, was das Ziel gleich nochmal war. Müsste schon stimmen. Die neue Waffe für Dingsy hier. Genau. Dafür brauchen wir jetzt einen Kompass und eine Kerze höchstwahrscheinlich, um das Rätsel zu lösen. Kaufe ich mal einen Kompass und eine Kerze. So. Hörbücher zum Einschlafen. Ich habe schon länger überlegt, vielleicht mache ich das wirklich mal, als neues Konzept quasi, dass ich extra Einschlaf-Let's Plays mache, wo ich mir besonders beruhigende Spiele suche mit einem schönen Soundtrack. Es gibt ja ganz viel so sehr beruhigende, einschläfernde, ruhige, schöne Spiele. Vielleicht sogar Animal Crossing. Nee, aber bei Animal Crossing freut man sich manchmal oder sagt, what? Oder das ist vielleicht doch nicht so gut geeignet. Aber... Und dann einfach mit einer sehr ruhigen und leisen Stimme einfach nur alles kommentiere, ohne irgendwie laut zu werden, ohne irgendwie zu groß zu variieren und dann einfach so leise zu kommentieren, damit man gut einschlafen kann dazu. So ein bisschen wie The Joy of Painting. Und ich würde es vielleicht The Joy of Gaming nennen. Das ist gar nicht schlecht. Vielleicht sollte ich das machen. Okay, besiege die Anführer der beiden Armeen. Begrenzt auf Impa. Ah ja, macht ja Sinn. Wir kriegen auch eine neue Waffe für sie. Unter Umständen, wenn wir gut genug sind. Wir können nichts aufleveln. Sie ist auch der hochleveligste Charakter. Ich habe mit ihr auch schon das Big Gorunenschwert. Und wir nehmen Lassie, heißt, oder wie heißt die Fee, und gehen mit ihr Gassi.
Genau, den Begriff habe ich gesucht. ASMR. ASMR. Nee, genau, das eben nicht. Weil das finde ich creepy. Aber so eine Vorstufe davon, eine Zwischenstufe. Oder wie gesagt, einfach das, was Bob Ross schon damals gemacht hat. In den 80ern oder 70ern sogar. Ich weiß es gar nicht. Okay, hier kämpfen gleich wieder mehrere Armeen gegeneinander. Wir sind quasi so ein bisschen zwischen den Roten und den Gelben. Die Skelette gegen die Moblins. Und irgendwas von den Gelben rückt gerade auf unser Hauptquartier vor. Da sollte ich mich drum kümmern. Aber erst will ich das hier erobern. Wenn ich schon hier bin. Aber irgendwie spawnen fast keine Skelette. Ich weiß nicht, wie ich den Commander rufen soll. So, jetzt endlich. Dankeschön. Oh! Okay. Ich krieg überall, von überall kriege ich Meldungen, dass Zeugs passiert. Ich weiß wirklich nicht, auf was ich hier reagieren soll. Aber ich glaube, da unten, der Hyrule-Hauptmann ist geflohen. Na, okay. Ah ja. Ich glaube, das ist die Streitmacht, die meine Basis bedroht. Und die müssen wir uns, glaube ich, kümmern. Bleib halt mal hier, Hauptmann. Ich würde dich gern heilen. Lauf doch nicht weg. Okay, ich glaube, passt jetzt, oder? Keiner mehr mit Energieleiste. Da unten ist noch einer. Den nehmen wir auch noch mit. Aber der ist nur so ein kleiner Hauptmann. Okay, weiter geht's. Dann erobern wir doch gleich mal das da. Wenn wir schon hier sind. Das ist richtig fucking creepy. Dieses ASMR. Ich finde, für mich auch. Ich meine, das wirkt anscheinend sehr unterschiedlich auf Leute. Viele mögen das ja sehr gerne. Ich finde das auch eher unangenehm eigentlich. Aber so ist das halt mit individuellem Empfinden. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich die Mission hier nicht zu schnell erfülle, die beiden Hauptmänner zu besiegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mindestens wahrscheinlich so 1200 oder 1500 oder vielleicht sogar 2000 Gegner besiegen müssen, damit wir einen A-Rang bekommen. Mal schauen. Ah, falsche Waffe ausgerüstet. Verdammt, für den brauche ich einen Boomerang. Der Dekobaum droht zu fallen. Das klingt nicht gut. Warte mal, der Dekobaum ist das Zentrale. Okay, das ist nicht meine Hauptbasis. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm, wenn der fällt erstmal. Impa wird in dem Spiel schon sehr cool inszeniert, oder? Ich mochte ja Impa im N64-Teil auch schon irgendwie. Aber die wird hier in Hyrule Warriors schon zur absoluten Superkrieger-Ninja-Obermörderkanone irgendwie stilisiert. Was cool ist. Die Rolle passt zu ihr. Vor allem, wenn man sie aus den Teilen der Zelda-Reihe kennt, in der sie so eine alte kleine Oma ist.
Das ist ganz interessant. Die ist irgendwie ein besonderer Charakter, oder? Highlands Good Brother, das ist da. Die ist schon echt ein sehr spezieller Charakter. Da habe ich jetzt neulich auch erst mit Lance Squidward bei der Sister drüber geredet, dass die irgendwie doch eine spezielle Funktion hat, weil die, glaube ich, so ziemlich die einzige Figur ist, oder zumindest die einzige wichtige Figur, die abgesehen von Link, Zelda und Ganon immer wieder auftaucht. Und entweder in dieser jungen, dynamischen Version oder in der alten Oma-Version. Why? Ich meine, gut, es gibt auch immer wieder mal einen König von Hyrule, aber meistens nicht wirklich. Impa hat da schon irgendwie einen speziellen Stellenwert, glaube ich zumindest. Kommt mir so vor. Ich glaube, das Impa-Original nur eine Kammernzofe ist. Haut die gut rein. Ja, auch in Ocarina of Time ist die ja nur das Kindermädchen. Ich meine, die kommt aus einem uralten Stamm von Kriegerinnen und so Sachen. Das schon, aber grundsätzlich ein Kindermädchen. Ja, habe ich, Felix. Haben viel. Glaube ich. Haben wahrscheinlich 50% der Menschen, die Geschwister haben. Ne, wahrscheinlich sogar mehr. 50% der Menschen, die mindestens, die nur ein Geschwisterteil haben oder so. Weg hier. Kaputt. Oh, gleich zwei Waffensäckchen. Nicht schlecht. Also, während ich Kind war, gab es auch Momente, wo ich mir gewünscht hätte, ich wäre Einzelkind. Aber eigentlich ist Geschwister haben in der Regel schon ziemlich cool. Vor allem, wenn man dann erwachsen ist. Und nicht mehr gezwungenermaßen auf engen Raum zusammenlebt. Dann hat das eigentlich nur Vorteile. Ich hätte auch immer entweder keine Kinder oder wenn schon, dann viele Kinder gewollt. Habe ich jetzt für keine Kinder entschieden. Das ist billiger. Nee, nicht deswegen. Aber entweder wirklich eine Großfamilie oder gar keine Kinder. War für mich immer so die beiden Idealvorstellungen. Alles dazwischen ist lame. Ein Kind oder zwei wäre für mich nie in Frage gekommen. Sodala. Eine Festung haben wir noch. Genau, von Lance Good Brother, der Sister habe ich mir das Spiel extra für Streams ausgeliehen im Grunde. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir im 24-Stunden-Stream noch ein bisschen Hyrule Warriors sehen werden, weil es einfach ein sehr gutes, nebenher gemütlich Spiel, Zeitfressspiel ist. Link ist in Gefahr. Ach komm schon, Link. Du gehst mir so auf die Nerven. Jetzt muss ich da zurücksprinten. Ich bin kurz vorm Hauptquartier. Jetzt darf ich nochmal zurücklatschen in unser Hauptquartier, damit ich ihn kurz heile und dann wieder abhau. Super. Hier, Link. Dankeschön. Wirst du vielleicht noch mit einem Vorposten-Hauptmann allein fertig? Ich glaube, ich spinne. Wenn ich schon hier bin, gehe ich mal schnell in unser Hauptquartier und hau den da auch noch. So. Kann ich jetzt bitte gehen? Könnt ihr das? Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Die verbündeten NPCs sind wirklich eher Schützlinge, auf die man aufpassen muss. Die werden eigentlich nur als Gameplay-Element benutzt, damit man Sachen hat, die man beschützen muss, die man eskortieren muss und so weiter. Und die sind keine nützlichen Verbündeten, wie in manchen anderen Warrior-Spielen durchaus.
Wie spät ist es eigentlich? Oh ja, erst 9:30, okay. Ich glaube, ich habe den Balkon noch offen. Wegen die Katzen. Es wird bestimmt wieder eiskalt im Wohnzimmer nachher. Mich friert jetzt schon. Ja, eigentlich ist es mir gerade recht warm sogar. Im Arbeitszimmer wird es halt immer sehr schnell warm, wenn da irgendwie zwei Rechner laufen. Ist ein kleines Zimmer. Das heizt sich auf. Aber wenn ich dran denke, jetzt dann von dem warmen Zimmer ins kalte Wohnzimmer zu gehen, dann wird mir kalt beim Gedanken. So, Moblin. Kommen wir zu dir. Ich will mir gleich einen Speer entgegenwerfen. Weil ich konnte das mit meinem unsterblichen Verwandlungsmodus. Das hat er besser weggesteckt, als ich hoffte. Der hält ganz schön was aus. Das ist jetzt das Ende meiner Super-Kombo. Mein Pulver ist verschossen. Jetzt schauen wir mal, wie wir im echten, im Fernkampf gegen ihn klarkommen. Aber die sind in der Regel relativ leicht zu kontern. Im Endeffekt muss ich nur warten, bis er seine Bauchplatscher-Attacke macht und dann ist er so gut wie tot. So, nochmal bitte. Dann haben wir es. Oder ich hau ihn jetzt einfach so. Der hat eh nicht mehr viel Energie. Oder doch mit der Bauchplatscher-Attacke. Na gut. Wie viele Gegner habe ich jetzt besiegt? Jetzt habe ich nicht mehr mitgezählt. Ich hoffe, es waren genug. Sonst kriegen wir die Waffe gar nicht. Ja, das ist gut. Wenn das passiert, heißt das immer, man hat es geschafft. Da weiß man schon vorher. Ja, das stimmt. Ich meine, beides stimmt. Vielleicht hätte dir das wirklich geholfen, The Cluedo, jemanden mit in deinem Alter zum Reden zu haben oder zumindest so eine vertraute Person auf Augenhöhe. Aber gleichzeitig ist es auch wahrscheinlich, dass ihr zu der Zeit als Kind nur gestritten hättet. Weil, da hat Felix schon recht, Kinder sind Idioten. Das darf man nicht so idealisieren. Als Kind Geschwister haben ist nicht immer nur schön. Ja, Naginata der Hüterin. Aber es kann genauso gut sein, dass beides gleichzeitig eintrifft. Das ist ja gerade das Verrückte an Familie. Dass man sich im einen Moment umbringen könnte und im nächsten Moment liebt man sich wieder. Ah, perfekt. Hier kriegen wir nämlich... Nee, das ist nur ein Herzcontainer. Den vergessen wir. Dann schauen wir mal, wo es weitergeht auf unserer Charakter-, Waffe- und Outfit-Freischalt-Mission. Ich glaube hier, die neue Waffe für Link könnten wir hier relativ schnell kriegen. Ja, dann gehen wir darüber. Dann machen wir die Mission. Dann benutze ich jetzt hier aber doch die Harfe an den Schmetterlingen. Oh, ach so, warte mal. Jetzt sind nur Feinde erschienen, aber es gibt noch ein zweites Rätsel hier an der Stelle. Okay, dann kaufe ich mal wahrscheinlich einen Kompass und eine Kerze. Die ganzen Skyward Sword Gegner lösen bei mir gerade gemischte Gefühle aus. Zum einen war der Großteil der... Warte mal, was? Zum einen war der Großteil der Gegner easy, zum anderen war die letzte Phase mit Garahim zum Kotzen. Und hat mir sogar den Muskelkater eingebracht. Tja. Diddle, 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 diddle. Eine richtige Skyward Sword Karte gibt's gar nicht, ne? Warte, lass mich mal noch mal kurz gucken. Es gibt das Original Zelda.
Wind Waker, das Original Zelda in schwer, Wind Waker in schwer, Twilight Princess, Majora's Mask, Link's Awakening, dann Phantom Hourglass, beziehungsweise Spirit Tracks und A Link Between Two Worlds, ja stimmt. Skyward Sword gibt's gar nicht als Abenteuerkarte. So ist das. Na gut, dann machen wir das. Kriegen eventuell einen Herzcontainer für Sheik und eine Wasserbombe. Ah, ich darf einen zweiten Charakter wählen. Das ist gut. Wen hatten wir denn noch nicht? Agnetha. Hey, what? Das mal aus... Also, ne? Wisst ihr, was ich meine? Dass man aus all den NPCs, die man nehmen könnte, Agnetha zu einem spielbaren Charakter in Hyrule Warriors macht, ist so absurd, dass es schon wieder witzig ist. Die ist, wenn ihr das nicht wisst, in Twilight Princess ein NPC, der bringt man Käfer und kriegt Geld dafür. Das ist alles. Sie ist die Käfertante. Die sammelt Käfer, ist scheinbar reich, der gibt man Käfer und kriegt dafür Rubine und das ist der ganze Charakter. Und hier, die ist ein bisschen weird, ein bisschen seltsam, man sieht es auch am Design, die ist sehr besonders. Vielleicht hat das die Entwickler von dem Spiel angesprochen. Vielleicht hat die, ich weiß es nicht, vielleicht hat die auch in Japan so eine gewisse Kult, so einen gewissen Kultstatus. Keine Ahnung. Seltsame Figur. War aber toll, Skyward Sword im Stream durchzuziehen. Wollte ich ja ursprünglich auch machen, aber ich habe dann bei Twilight Princess abgebrochen. Twilight Princess gefällt mir irgendwie einfach nicht. Ich kann nicht sagen, warum, aber das macht mir keinen Spaß. Und Skyward Sword habe ich deswegen auch nie gespielt. Da kenne ich nur die ersten paar Minuten richtig und das, was ich bei dir gesehen habe. Weil nach Twilight Princess war irgendwie für mich der Zelda-Hype ein bisschen rum. Und dann habe ich gelesen, dass Skyward Sword auch nicht unbedingt das Beste sein soll. Habe ich es irgendwie ausgelassen. Und erst Breath of the Wild hat mich dann doch wieder fesseln können. Na, dann nehmen wir mal die Agnetha mit, die auf Stufe 1 ist. Die wird bestimmt ein sehr hilfreicher Kumpane sein. Und ich werde absolut nicht bereuen, dass wir die jetzt mitnehmen. Wenn das nicht so lang wäre, würde ich das machen, The Cluedo. Wenn das nicht Dutzende Stunden wären, würde ich so Spiele wirklich per Video nachholen. Aber zumindest das Finale könnte ich mir mal noch anschauen. Los geht's. Was ist denn das schon wieder? Besiege 800 Feinde innerhalb des Zeitlimits. Das schaffen wir. Mit dir fange ich an. Okay, 1. Brauchen wir nur noch 799. Da kommt her, euch nehmen wir noch mit. Hey, Level Up, sehr schön. Ich mag Spiele, in denen Level-Ups im Kampf direkt was bringen, die einem heilen, zum Beispiel. Das ist so ein kleiner Random-Bonus, der ab und zu mal aktiviert wird, wenn man am wenigsten damit rechnet. Das gefällt mir irgendwie. Das ist eine coole Idee. Mochte ich schon immer gerne. Oh-oh, das nächste Boss-Monster. Manhandler. Manhandler? What? Okay. Das Ding besiegt man nur mit dem Bumerang. Aber da vorne ist noch ein Stahlzyklop. Den mache ich kaputt. Am Ende spawnen hier nochmal ganz viele Gegner oder so und dann wird der lästig. Machen wir ihn lieber gleich kaputt. Hey, haut mich da einfach. Sollen das jetzt? Haben wir das nicht geplant im Vorfeld?
Ich habe mir jetzt gestern mal auf Netflix den neuen Alien-Film angesehen. Ich bin dann eingeschlafen und ich glaube, ich mag den Film nicht besonders. Ich finde das weird. Ich mochte schon in Prometheus diese ganzen religiösen Untertöne nicht besonders gerne. Und das finde ich jetzt in dem neuen Alien-Teil auch nicht besser. Aber das Design von diesem ausgewachsenen neuen Alien und wie diese neuen komischen Alien-Viecher geboren werden, ist richtig eklig. Das muss man dem lassen. Interessantes Design. Aber diese kleinen katzenartigen Aliens finde ich irgendwie dann komisch und so. Weiß nicht. Ich muss den mal fertig gucken. Ich schaue den heute Abend noch fertig. Aber ich glaube, das ist nicht mein Lieblings-Aliens-Film. Aber interessantes Design auf jeden Fall der neuen Monster. Der neuen Alien-Variante. Jetzt bitte schnell das Skelett töten, weil gegen so einen General und so ein großes Monster gleichzeitig kämpfen ist immer sehr lästig. Ah, shit, jetzt bin ich in die Falle gegangen. Das bedeutet instant tot. Ah, schnell, Bumerang. Okay. Das ist einer der Bosse, oder eigentlich der einzige Boss, mit dem ich immer noch Probleme habe. Weil diese Schussattacke, da weiß ich immer nicht genau, was ich dagegen machen soll. Wenn man da mal drin steckt, ist man irgendwie ziemlich verloren, habe ich das Gefühl. Warte mal, warum kämpfe ich eigentlich gegen dich? Ich soll 800 Gegner töten, du bist nur einer. Das kommt mir vom Zeitaufwand her nicht sehr lukrativ vor, dich zu besiegen. Ich komme wieder, wenn meine Magieleiste voll ist. Dann kann man es schneller mit dem aufnehmen. Bis dahin kümmere ich mich mal um die anderen. Das Problem ist nur, dass der mich wahrscheinlich verfolgen wird. Dunkelschiek. Au. Die machen ganz schön viel Schaden. Ich hätte vielleicht doch einen hochleveligeren Charakter nehmen sollen. Das wird jetzt schon allein von dem Schaden, den wir abbekommen haben, eh ziemlich sicher nichts mehr mit dem A-Rang wahrscheinlich. Ja, die Kriterien sind manchmal recht unterschiedlich in den Missionen, das weiß man nicht. Schauen wir mal. Bei diesen Besiege so und so viel Gegner-Challenge spawnen halt meistens hauptsächlich dann neue Gegner, wenn man es schafft, diese ganzen Generäle zu besiegen. Das ist immer so ein bisschen mies, aber in dem Fall... Ja, hallo. Ich muss mich echt ein bisschen dran halten jetzt mit Gegner besiegen, habe ich das Gefühl. Na, andererseits haben wir noch eine Viertelstunde Zeit und ich habe fast die Hälfte. Von wie viel? Ich hoffe 20 Minuten. Wird schon hinhauen. Warte mal ganz kurz, ich muss das mal schnell lesen. Zu viel Text im Chat. du hast vor kurzem ja automatisch Werbung auf Discord für dich entdeckt. Was? Hä? Hättest du was dagegen, Katka und mich da auch hinzuzufügen? Ich meine, wir beide sind so ziemlich die einzigen. Automatische Werbung auf Discord für mich entdeckt. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was du meinst. Ich habe eigentlich schon seit Ewigkeiten auf Discord nichts mehr verändert. Und die Streams von euch werden doch eh auch auf Discord bei mir gehostet, oder? Musst du mir doch mal schreiben, was genau du meinst.
über diesen Bot. Meinst du jetzt bei den Ankündigungen? Weil die Ankündigungen würde ich echt ganz gerne nur für Landsquid Birdrider Sachen eben freilassen. Aber bei diesem Community-Kanal, da seid ihr doch, ist das nicht automatisch. Weil das könnte man dann auf jeden Fall machen. Ich weiß gerade nicht wie spontan, aber das könnte man natürlich auf jeden Fall machen, dass ihr da automatisch bei den Community-Streams auftaucht. Ich dachte, das ist so, ehrlich gesagt. Ich dachte, das ist schon automatisch bei euch. Jetzt sind da gleich zwei von diesen Manhandlern. Na super. Ah, da macht ihr das immer manuell. Okay. Dann ist das nur bei mir automatisch bei dem Community-Stream. Bei dem Community-Channel. Ich verstehe. Ja, das kann man bestimmt einrichten. Oh Gott, jetzt geht die Attacke daneben, oder wie? Bitte nicht. Oh doch, die ist daneben gegangen. Jetzt bin ich tot. Nein! Ah, jetzt ist es passiert. Na super. Ja, ich habe das Gefühl, ein bisschen niedriglevelig für die Mission hier. Diese Manhandler, die sind krass. Ich glaube, ich muss nochmal zurück zur Karte und mal ein paar Rubine in die Hand nehmen, damit wir... Beziehungsweise, ich weiß schon, was wir machen. Ich glaube, ich nehme wirklich ein paar Propine in die Hand, um Sheik hochzuleveln. Warte mal, Sheik ist Level 24. Sehr viel höher kann ich die nicht leveln. Die gehört zu meinen stärksten Einheiten. What? Ah. Dennoch gebe ich jetzt statt Agnate, die gar nichts kann, mal Imper noch mit. Die mit ihrem neuen Feuer-Naga wahrscheinlich viel, viel, viel mehr Schaden machen kann. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Yeah.